Hi Leute, schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einer neuen Produktrezension hier auf diesem Kanal. Heute geht es um die Produkte von King Brown, beziehungsweise um zwei Produkte von King Brown, um die Matt-Pomade und um die Cream-Pomade. Also im Grunde genommen eine Haarcreme und ein Haarclay. Und was zunächst nach dem Ergebnis eines frühmorgendlichen Geschäfts klingt, ist tatsächlich der Name einer australischen Haarstyling-Marke, die nach einer dort ansässigen Schlange benannt ist. Denn King Brown ist tatsächlich diese Schlange hier. Ist so eine Königsschlange. Ich muss sagen, ein Produkt hat mir sehr gut gefallen und das andere Produkt hat mir nicht so gut gefallen. Und deshalb fange ich jetzt einfach mal mit dem Produkt an, was mir nicht so gut gefallen hat, weil das habe ich, glaube ich, relativ schnell abgefertigt. Und das ist, wieder erwarten, möchte man glauben, nämlich die Clay-Pomade. Ihr wisst, ich bin ein riesiger Clay-Fan und das Produkt hier hat aber so ganz und gar nicht das getan, was es verspricht. Zunächst mal, Aufmachung finde ich sogar noch ziemlich geil. In so einer Zigarrenschachtel-ähnlichen Geschichte. Hier oben drauf sind Prägungen, das ist komplett aus Aluminium. Dieses orange-grau-gräuliche passt, finde ich, ausgesprochen gut. Von den Inhaltsstoffen her habt ihr hier eine Vaseline-Basis-Pomade. Also hier ist als allererstes Vaseline drin, dann Wasser, dann Kaolin, Tonerde, dann Bienenwachs, Kanauberwachs und so weiter und so fort. Und falls du schon mal ein Produkt benutzt hast, was an erster Stelle Vaseline hatte, höchstwahrscheinlich so eine Pomade wie die Dax-Pomade, die rote, oder was Vergleichbares, dann weißt du, dass Vaseline mega schnell klänig wird. Und das ist leider genau das, was ich von diesem Produkt hier sagen kann. Was mir da so wirklich leider negativ aufgefallen ist, ist, dass die Pomade nämlich gar nicht matt ist und auch gar keinen Dry Hold hat. Also ich finde diese beiden Sachen, die hier vorne draufstehen, Dry Hold und Matte Pomade, das klingt so danach, als wäre das ein sehr mattes Produkt. Ist es aber leider meiner Erfahrung nach absolut gar nicht, zumindest von meinem Test her. Der Scoop-Out ist, finde ich, sehr interessant. Also wenn ihr das Produkt aus der Dose rausholt, seht ihr, dass das Ganze eine schön cremige Konsistenz hat, die mich persönlich jetzt zuallererst am ehesten noch an die Byvaline-Produktserie erinnert hat, weil die waren auch sehr cremig. Und das sorgt dafür, dass ich das Produkt sehr gut in meinem Test anwenden konnte, ging sehr gut in die Haare rein. Aber dann zeigt sich eben schon das doch sehr fettige Finish. Und ich hatte ähnliche Erfahrungen mit einem anderen Produkt schon mal, was auch eigentlich von vielen Leuten im Internet als mattes Produkt angepriesen wurde, was aber dann in meinem Test eher fettig war und auch nicht so viel Halt hatte. Und das war eben die Lockhart's Pomade, also die Lockhart's Matte Pomade, glaube ich, oder Clay Pomade, genau, Clay Pomade heißt die, glaube ich. Genau, und was Ähnliches kann ich eben auch hier sagen. Es kann sein, dass ihr hiermit bessere Ergebnisse erzielt, wenn ihr einen anderen Haartyp habt als ich oder wenn ihr vielleicht einfach mega, mega, mega wenig benutzt. Das habe ich persönlich jetzt nicht getestet, aber ich muss sagen, das war mir echt zu klänig und sie hat eben auch gar keinen Halt und unterm Strich sieht das dann einfach so aus, als hätte ich mich, keine Ahnung, 2 Wochen nicht geduscht oder so und das ist eben ein Look, den ich persönlich jetzt nicht so geil finde. Dann ist diese Verpackung hier zwar recht schön, aber leider fliegt sie auch allerhand auseinander. Also ich brauche hier nur mal so ein bisschen dran zu wackeln, dann fliegt es schon komplett irgendwie auseinander und vor allen Dingen schließt sie halt auch nicht richtig. Das habe ich auch nochmal in einem separaten Clip aufgenommen, wenn ich den jetzt irgendwie so drüber blenden kann. Auf jeden Fall, ja, fliegt es halt wirklich, ich drücke hier wirklich, ich versuche das einfach nur so anzuheben und es funktioniert halt nicht. Was ich sehr geil fand an dieser Pomade, was aber leider nicht die sonstige Performance irgendwie aufbessert, ist der Geruch. Denn diese Pomade hier riecht sehr stark nach, finde ich persönlich, so einem Tag am Strand. Das heißt, man hat so einen sehr mineralischen Geruch und so. Ich weiß nicht, wie ich das sonst irgendwie in Worte fassen soll. Es riecht auf jeden Fall sehr lecker. Leider ist die Performance gar nicht lecker. Und das ist der Grund, warum ich dieses Produkt hier wahrscheinlich alsbald dann auch entsorgen werde. Ganz anders verhält sich aber die Cream Pomade. Und das ist ein Produkt, was ich höchstwahrscheinlich weiter benutzen werde, weil es nämlich, obwohl es nur einen leichten Halt hat, für meinen Haartyp ausgesprochen gut funktioniert. Haarcremes sind sowieso etwas, was jetzt im Jahr 2017 häufiger erschienen ist. Ich habe das Gefühl, 2015 und 2016 waren so das Jahr der, oder waren so die Jahre der Clays, wo alle irgendwie so ihre Clays auf den Markt geworfen haben. Und jetzt sehen wir halt eben auch immer häufiger
Haarcremes, also Cremepomaden. Diese Haarcreme hier ist sehr flüssig. Sie fühlt sich in den Händen fast an wie eine Bodylotion, also Nivea oder sowas. Und auch wenn das in der Regel nicht so viel darüber aussagt, wie die sich in den Haaren verhält, ist es doch so, dass dieses Produkt hier ausgesprochen einfach in meine doch sehr trockenen Haare reingeht. Ich erwähne das ja in fast jedem Review, dass ich von Natur aus trockene Haare habe und deshalb eben Probleme habe mit Produkten, die allzu trocken sind, also wie so Haarwachsen oder manchen Haarcremes eben auch. Ich habe das auch gerade in meinen Haaren drin. Ich habe jetzt eben mal den Versuch gewagt, meine Haare im feuchten Zustand hiermit als Pre-Styler so zu stylen. Und ich muss sagen, dass man da schon sehr gut erkennen kann, wie sich das Produkt eben verhält. Hier steht drauf, dass es einen schwachen Halt hat, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich dafür doch erstaunliches Volumen aufbauen konnte und vor allen Dingen haben die Haare einen angenehmen Glanz. Das hier ist ein Produkt, ja, was einen leichten Glanz hat. Das ist bei Haarcremes häufig nicht der Fall, weil die meistens matte Produkte sind, also wie ein Clay, nur halt viel, viel feiner und cremiger und nicht so, ja, nicht so klobig, würde ich sagen. Also ein Clay wäre eher so ein klobiges Produkt und das ist eben eher so ein feines Produkt. Also eine Haarcreme ist eher ein feines Produkt und vor allen Dingen auch für Männer mit feinem Haar. Aber worauf ich hinaus möchte ist, ich mag den Glanz, ich mag es, dass das Produkt nicht komplett matt ist, sondern dass es meinen Haaren so einen gewissen Glanz gibt und ich mag, dass das Ganze so einfach anzuwenden ist und einfach im Gesamten den Haaren ein schönes Finish bietet oder wenn ihr das eben, so wie ich jetzt als Pre-Styler benutzt, dann könnt ihr das natürlich problemlos auch mit einem schweren Clay wie Claymation oder dem Blue Man Cavalier Clay, könnt ihr das beispielsweise dann auch einfach toppen. Erstaunlicherweise funktioniert auch die Verpackung bei dem Produkt hier wesentlich besser, weil es nämlich diese übliche Drehverschlussdose ist, die ihr eigentlich bei sehr vielen Pomaden habt. Das heißt, ihr könnt das einfach aufdrehen und dann habt ihr hier euer Produkt. Das gibt halt eben keinerlei Probleme, da fällt auch nichts raus. Deshalb verstehe ich auch nicht so wirklich, warum das Unternehmen bei dieser matten Pomade jetzt irgendwie so den anderen Weg gegangen ist. Geruchlich fand ich das hier nicht ganz so geil, denn es riecht, finde ich, sehr deutlich nach Zahnpasta, wenn ich jetzt mal so die Dose aufmache. In den Haaren hat es dann eher was von einem frisch shampoonierten Duft, den ich aber auch jetzt nicht 100% zuordnen kann. Auf jeden Fall gibt es ja einige Produkte, die nach Pfefferminz riechen. Die ganzen Blue Man Produkte, also Original und die Pomade von Blue Man riechen beide sehr stark nach Minze. Da fand ich das schon nicht ganz so angenehm, aber das hier hat noch so einen leicht süßlichen Touch dabei und es riecht einfach sehr stark nach so einem Spearmint-Kaugummi oder nach Zahnpasta. Fand ich also nicht ganz so toll, ist jetzt auch nicht mega aufdringlich und kein super starker Geruch, sondern nur etwas, was mir irgendwie so am Rande aufgefallen ist. Interessant finde ich, dass bei beiden Produkten draufsteht, dass sie einen schwachen bis mittleren Halt haben und dass bei beiden Produkten noch draufsteht, dass sie wasserlöslich sind und es ist mal wieder so, wie ihr es eigentlich auch schon erraten könnt, dass das hier für beide Beschreibungen eigentlich absolut gar nicht so funktioniert. Du kannst ja mal probieren, Finger in Vaseline reinzutun und das irgendwie in Wasser aufzulösen. Viel Erfolg dabei, aber auf jeden Fall hat das auch keinen. Also hat das hier einen schwachen Halt und das hier hat einen mittleren bis mittelstarken Halt. Offensichtlich, ja. Also ihr habt es ja in den Clips gesehen, dass das hiermit einfach wesentlich mehr irgendwie so möglich ist. Aber wie dem auch sei, unterm Strich kann ich euch, denke ich, sagen, dass ich mit dieser Cream Pomade hier einiges anfangen konnte und dass das auch ein recht flexibles Produkt ist, was sich auf der einen Seite mal wieder, wie das bei Hybrid auch der Fall war, als Pre-Styler eignet, um die Haare zu glätten, um einen gewissen Glanz zu geben und dass es sich, wenn ihr nur dieses Produkt anwendet, vor allen Dingen dazu eignet, um so lockere Styles zu haben, die ein kleines bisschen Glanz bekommen, um trockene Haare vielleicht etwas aufzupeppen und um den Ganzen einen leichten Halt zu geben. Kleines Kaviar trotzdem noch an dieser Stelle, denn wenn ihr hiervon zu viel verwendet, kann es leicht fettig werden. Und ich muss sagen, dass ich jetzt so von meinem Test her diese Pre-Styling-Variante doch sehr stark bevorzuge, verglichen mit dem, dass ich hiervon was dann in trockenes Haar reinmache. Einfach weil sich das Produkt sehr viel leichter noch auf dem gesamten Kopf gleichmäßig verteilen lässt, wenn die Haare feucht sind und ich sie dann föhne, als wenn ich das eben in trockenes Haar reinmache. Ja, und das war auch soweit schon alles. Ich werde euch beide Produkte in der Beschreibung verlinken, wenn euch die interessieren. Und ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich denke, so langsam komme ich auch ein bisschen an den Punkt, wo die Haarpflegerezensionen ein bisschen auch zu viel werden.
Ich möchte das nicht den kompletten Content von meinem Kanal dominieren lassen und deshalb, wenn dir noch irgendwas einfällt, was du vielleicht an Videoideen hast, was dich persönlich interessieren würde, dann schreib das doch bitte einfach in die Kommentare rein, denn ja, damit kannst du eben auch so ein bisschen diesen Kanal hier mitgestalten und ich werde garantiert ein paar von diesen Tipps umsetzen. Also hau einfach in die Tasten und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne eine positive Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, dein Kai.